Ja, hallo Freunde der Spiegelton und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Nach einem kurzen, wie soll man sagen, Pause von 2 Tagen, 1 Tag. Ach, ich wurde auf jeden Fall schon direkt gefragt, wann es weitergeht. Ja, jetzt haben wir morgens, jetzt mache ich das übrigens mal ohne mein Face, weil ich nur eine Jogginghose anhabe und mit nacktem Oberkörper spiele und deshalb keine Lust hatte, heute großartig mich zu zeigen. So, dann schauen wir mal. Reparaturen. Bei der Aleth Anar hier steht. Muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich zuletzt gemacht habe. Ich hatte nämlich letztes Mal so viele Folgen am Stück aufgenommen, dass ich da erstmal ganz entspannt die Ruhe weg hatte. Ach so, die. Ja. Dann können wir erstmal reparieren. Die Rekrutierungsgebäude lassen wir erstmal. Ich weiß gar nicht, ob die Runde schon fertig war überwiegend. So, gucken wir mal. Handelsabkommen plus 5% weltweit. Gefangenenverluste nach der Schlacht. Ja, machen wir das hier. Das bringt ein bisschen mehr Geld. Die 5% plus 5% mehr Ressourcen, die wir handeln können weltweit. Plus 200 Erfahrung für Zauberinnen. So, dich hatte ich zur Verteidigung reingemacht, weil wir hatten ja die Schlacht gegen den Penner hier. Gegen Kaltauge. Ah, da kommt Malekith. Übrigens nicht wundern, dass wir unten die FPS-Anzeige haben. Ich versuche ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen, warum ich so manchmal diese, wie soll man sagen, so ein Flickern im Video hatte. Weshalb ich jetzt so, ja, das Ding da einfach drin stehen habe. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie manchmal in der Schlacht die FPS sterben. So, das ist auch durch. Dich hatte ich in der Belagerung hier stehen. Und dich wollte ich überschicken, schicken zum Schreien. Wobei hier zeigen wir so eine. Oh, es ist 50-50. Alles gelogen. Kaum in der Schlacht sind wir schon im Vorteil. Warum haben die gelbe Straßen? Ist wahrscheinlich nicht vergoldet. Ach, selbst das würde ich ihnen zutrauen. Die dreckigen Schufte. So, ihr in erste Reihe. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Stadt nicht angegriffen hatte. Weil ich ja nur Schattertruppen dabei habe. Der Kommandant ist zwar recht fit.
Aber sonst... So, fang mal direkt an, ein bisschen Schaden da unten zu verteilen. Da werden wir uns auf den Kommandanten konzentrieren. Ach, ich liebe es, wenn Geschütze morgens über meinen Kopf hinweg schießen. Aber der einzelne Soldat muss dir egal sein auf dem Schlachtfeld, sonst kann es kein guter Kommandant sein. So, unsere Bogenschützen feuern jetzt auch mal. Damit ist das Tor kaputt. Dann schalten wir um auf den Spreadshot. Mein Gott. Ihr könnt eigentlich das Ding schon in Ruhe lassen. Und durch, rein da. So, kommen unsere Leutchen schon hoch. Unser General kann mal anfangen, hier den feindlichen Kommandanten anzugreifen. Da muss der vom Winkel aber ein bisschen anders stehen. Rüber mit euch. Ihr auch. Die konzentrieren sich alle aufs Tor. Und du kannst ruhig in den Nahkampf gehen. Und dem feindlichen Kommandanten mal auf die Ömme hauen. Das war ein guter Schlag. Bleak Swords! Attack! Battle ready! Merciless Warriors! Ah, gut, das hat sogar funktioniert. Ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass wir zu weit oben stehen dafür. Er versucht zu fliehen. Das dürfte er nicht zulassen. Kannst du auch die Armbrust rausholen und den mal eben ins Gesicht schießen. The merciless host. No mercy. With pleasure. Battle ready. Dark shards. Understood. Dreadlord. Haben die noch, die haben auch noch auf ihrem Feld einige stehen. Schick mal die Schützen rein. Und du feuer jetzt deine dämliche Armbrust mal ab.
um den Kommandanten zu erledigen. Klappt super nicht. Da oben kommt ein neues Ziel. Das geht wenigstens. So, alle Bogenschützen auf den. Das wird der Adler auch nicht überleben. Ich habe heute Morgen mein neues Sportprogramm gestartet. Ohne Scheiß. Jetzt, wo der Nebenraum frei ist, ich habe es mal zwischendurch erwähnt in, wie heißt es? In Tropico Let's Play. Da ich jetzt im Arbeitsraum so viel Platz habe. Und jetzt habe ich daraus meinen Sportraum gemacht, so gesehen. Die Tafel ist mein Sportplan. Weil ich muss wirklich was tun. Und der arme Hund leidet jetzt auch mit drunter, weil wir heute Morgen einfach mal eine Stunde spazieren waren. Aber Gott sei Dank ist um 8 Uhr kein Mensch draußen, der mich nerven kann. Obwohl, ich habe einen getroffen. Man kann ja nicht immer Glück haben. Ich bin halt so ein bisschen Misanthrop. Da schießt doch die paar, die da unten stehen. Und du sollst nach vorne laufen. Greif dir einfach an. Das ist eine Bogenschützenkavallerie, das wirst du ja wohl hinkriegen. Ja, da ist die Moral auch schon fast am Ende. Sprengen wir ein paar weg. Blöpp. Das fanden sie nicht so geil. Der schießt jetzt mit der Armbrust. Wenn die Bestie fällt. Aber unglaublich, wie lange die sich halten. Obwohl sie schon tot sind. Positioniert euch mal so, dass ihr auf die da hinten feuern könnt. Ja, endlich. Es war verlustreich, aber siegreich. Ein guter Kampf für den Blutgott.
have prevailed. Their meager wealth is mine. Nein, wir besetzen einfach. Da, was die Verluste hoch waren, krasser Scheiß, wie schnell er sich wieder auffüllt. So, da unten waren wir fertig. Was wollte ich als nächstes mit dem machen? Wollte ich dem vielleicht einen schwarzen Drachen geben? Dann kann er von da oben mit der Armbrust schießen. Können auch seine Waffenstärke um 20% erhöhen. Da macht er über 600 Schaden bei jedem Schlag. I watch from the shadows. Naturally, guide us, Kane, for glory to the vengeful slaughter. So, hier warte ich einfach eine Runde. Vor allem, weil der Schrein eine ganz gute Garnison hat. Da hole ich auch noch die Unterstützungstruppe von hier hinten. My dark heart is yours. So, wer fehlt noch? Supreme Sorceress of Grant. Du bleibst da stehen. Und das war's dann, glaube ich, erstmal für die Runde. Ja, was ich jetzt. Ich muss mal ganz kurz überprüfen, ob ich wirklich die Sklaven richtig verteile. Na, da ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Und hier müssen wir nämlich Sklaven rausschmeißen. Muss er nicht rausschmeißen, sondern das Aufnehmen stoppen. Und genauso wie hier. Hier auch. Und dann sind wir wieder insgesamt richtig, wie ich das sehe. Ja. Und wir sind jetzt auch einmal durch mit gucken. Fertig mit der Runde. Habe ich jetzt was zu meinem Sportprogramm gesagt? Ja, jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal Hanteltraining, Bauch- und Rückentraining. Also Bizeps, Trizeps, Schultern, Bauch, Rücken. Und dann geht's mit dem Hund. 3 Kilometer. Ja, so Pi mal Daumen, 3 Kilometer gehen wir dann. Vor allem wird das auch den Hund fit machen. Fitter, sag ich mal. Nicht, dass er unfit wäre, aber ich glaube, wenn man mit ihm nur. Das finde ich immer so ein bisschen. Es ist natürlich so ein Training bei den Tieren. Ich habe Leute kennengelernt mit Mops, die gehen mit dem in der Eifel wandern. 15 Kilometer. Am Tag. Das ist schon. Es ist noch nicht die Leistung eines römischen Legionärs. Aber, finde ich schon krass, dass der Hund danach nicht tot umfällt. Ich habe auch schon jemanden getroffen, der meint, der läuft jeden Tag 6 Kilometer pro Spaziergang mit dem Hund. Das würde bedeuten, eigentlich will ich das jetzt umrechnen auf die Zeit, die ich heute Morgen gebraucht habe. Wir haben etwa 45 Minuten gebraucht für die 3 Kilometer, weil der Hund ja auch immer mal schnüffelt etc. Ja, dann ist der locker 2 Stunden unterwegs. Obwohl der Typ ein Arsch ist, weil er hat den Hund mich einfach gefüttert, beziehungsweise er hat meinem Hund einfach ein Leckerli gegeben, ohne dass ich das erlaubt habe. Das macht man einfach nicht. Könnt ihr euch merken. Die Liebe zu einem Mann erreicht man über seinen Hund. Aber ich glaube, das war nicht sein Ziel. Er ist, glaube ich, irgendwie schon 100.
Witching Fury. Tyrant of Naggaroth. Dreadlord of Naggaroth. So, stellen wir uns auch mal davor. Guide us, Kane. Ja. Zusammen sind wir nämlich stark genug, da muss ich mich nicht großartig kämpfen, sondern wir können einfach es einnehmen. What's theirs is mine. Ambition rises. Ach so, wir hatten. Ach, deshalb habe ich die auf Plündern gestellt, weil ich wollte den Auftrag erfüllen. Na, jetzt habe ich es einfach erobert. Is it time? Lug und Trug. Passive Fähigkeit. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Zaubern. Riff. Mein Gott. Effektkarten weit. Wobei ich denke, es wird eine passive Fähigkeit sein, aber wodurch? Servant of Hecate. Fataler Fehlschlag. Aber nur verwundet. Mixing spells. Where there's smoke, there's death. Bride of madness. Watch closely. Kane descends. Sehr schön. Adequate. Ich level nur mit ihm. Gerade. Die rote Wüste müsste ich oben besiegen, obwohl ich denke mal, in der roten Wüste ist der Skaven-Clan hier. Der Rictus. Supreme Sorceress of Grant. I want them dead. Death High. I will. I am yours. The whispers say no. Oh, the possibilities. Ich werde die Ruinen gerne mal durchsuchen. Ever onwards. Supreme. Verdorbene Flamme von Asurians. Diplomatische Beziehung mit Dunkelelfen erhöht und mit Hochelfen. Öffentliche Ordnung plus 3. Bevorzugte Korruption. Der Besitzer in Fraktion plus 1 für alle Regionen. Ja. Heißt das jetzt, ich kann die Hochelfen fragen, ob die mit mir befreundet sein wollen? Warum habe ich mit dem eigentlich einen Punkt eiserne Disziplin gemacht? Ach so, wegen Meister der Pein. Um einen weiterzukommen. Alles gut. Kannst du weiter stehen bleiben? Malakes guckt einfach, was Sache ist. Ja, Gewaltmarsch muss ich nicht machen an der Ecke. Damit sind wir wieder fertig mit der Runde. Your time with me is precious, so make known your request.
Nein. Niemals! Diplomatie ist böse! Yes. What do you bring before the hag sort? Boah, ich kann so ein Nickerchen machen, ey. An sich habe ich Sport morgens gemacht, weil ich gedacht habe, das pusht mich besser, als wenn ich einen Kaffee trinke. Nicht, dass ich jetzt nicht gerade auch einen Kaffee trinke, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte was geleistet und könnte schlafen. Egal wie man es macht, man macht's falsch. Und der Hund liegt hier und weiß nicht, wie ihm geschieht. Weil er einfach fix und alle ist. Der war eh überrascht, dass wir immer weitergehen. Er hat mich immer angeguckt und gedacht, Herrchen, gehen wir jetzt zurück? Aber es ist ja nichts Schlechtes für ihn. Also ich denke nicht, dass ich ihn bestrafe. Oh nein, sie haben das Greifentor beschädigt. Die Bastarde. Tyrant of Naggaroth. I watch from the shadows. Jetzt können wir uns bewegen nach Luthan mit unserer Morati und dann machen wir sie platt. Fear the dark. Death is coming. Short sighted. Sorceress of Naggaroth. Boah, fataler Fehlschlag von... Ohne Scheiß, daran erinnere ich mich aber noch, dass der dämliche Assassine schon 1000 Mal einen Fehlschlag hatte und jedes Mal gestorben ist. Also nicht gestorben, sondern sich verwundet hat und dann... Der blockiert ja auch noch die Möglichkeit, dass wir einen neuen Assassinen rekrutieren. Darkness falls on Alf One. Was habt ihr denn für eine Ressource hier? Obsidian-Steinbruch. Deadly sorceress. Who seeks my map? So, durchsucht die Ruine. Überraschung, es ist der Clan vor Ort. Ohne Scheiß, jetzt kommt der Sklaventyp mit Gewaltmarsch hier an, weil der zuerst unten an der Hundeebene sein will. Kacke. Our vengeance is at hand. As you say. Ich habe jetzt auch keinen hier, womit ich seine Armee blockieren könnte. Corruption is rife. Hm.
Öffentliche Ordnung plus 2, plus 8 und plus 2 für jeden neuen rekrutierten Kommandanten. Ah ne, stimmt gar nicht. Wie heißt es, die Loyalität zu steigern? Aber es ist egal, weil die Loyalität bleibt ja positiv. Marathi will listen to your plea. Your time with me is precious. Nein, 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 nein. Ich will nichts von dir. Und du willst nichts von mir. So einfach ist das. So macht man Tinder-Dates. So macht man Liebe. Mit anderen Leuten. Und jetzt ist Ende. Im Gelände. Und diese Sprüche sind alle Asbach. Du. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Imperator. Das weiß ich doch. Imperator!